Ja, aber deutlich weniger. Vor der WEG-Reform war das WEG-Recht schwerpunktmäßig vom Eigentumsschutz geprägt. Die Idee war, ich kaufe mir eine Wohnung, also kann ich mich darauf verlassen, dass sie und das umgebende Haus so bleibt, wie ich es gekauft habe. Insbesondere bauliche Veränderungen waren nur möglich mit Zustimmung aller Eigentümer. Ergebnis war, häufig fehlte eine Zustimmung, Änderung war nicht möglich. Dieser Eigentumsschutz ist deutlich abgeschwächt worden im Sinne einer Mehrheitsentscheidung, die heute in vielen Fällen möglich ist, sodass der Einzelne überstimmt werden kann und damit Änderungen eher möglich sind. Zum einen dadurch, dass wir die gesamten Muster für das WEG-Recht komplett neu aufgestellt haben, konnten dazu einen neuen Autor, Herrn Dr. Felix Wobst, Notar in Gerolzhofen, gewinnen, der diese Muster neu geschrieben hat und eben auf der Grundlage der WEG-Reform angepasst hat. Wir haben aber natürlich auch die ganzen anderen gesetzlichen und Rechtsprechungsaktualisierungen mit in die neue Auflage hineingenommen. Also zum Beispiel das Geldwäschegesetz wurde aktualisiert, Barzahlungsverbot ist das Stichwort oder Share Deal Grunderwerbsteuergesetz ist neu eingeflochten worden und die ganzen Formulare sind auch im Hinblick auf das Feedback von den Lesern überarbeitet worden. Also die Autoren haben sich jeweils überlegt, welches Szenario in dem Formular abgebildet wird und das ist in der Anmerkung 1 wiedergegeben und die sollte man sich vorher anschauen, damit man weiß, auf welchen Sachverhalt das Formular besonders gut passt. Dazu kann ich ergänzen, dass wir auf Vollmuster setzen. Das heißt, es gibt zum Beispiel gerade bei Kaufverträgen für jede Kaufvertragsklausel ein Vollmuster von verschiedenen Autoren. Und daraus ergibt sich automatisch, dass einige Muster länger, andere kürzer sind, weil einige Autoren eher blumiger schreiben, andere kürzer und knapper. Und damit kann man sich immer das raussuchen, was einem selber zusagt. Es ist eben ein weites Spektrum von Formularen über städtebauliche Verträge, Erbbaurechtsverträge, Belastungen des Grundbuchs bis hin zu einem weiten Range von Kaufvertrags- und Erwerbsformularen, auch Schenkungen. Also ich glaube, in dieser Fülle hat man das in keinem anderen Formularbuch. Das Buch ist eben geprägt durch die Kombination von Notaren und Rechtsanwälten, die relativ gleich verteilt dieses Buch geschrieben haben und ihre jeweiligen beruflichen Erfahrungen einbringen. Also vorwiegend an Kollegen natürlich, sei es in Kanzleien, sei es Notare, Anwälte, aber auch in Behörden und Rechtsabteilungen von Unternehmen, die eben gestalterisch im Immobilienrecht unterwegs sind. Was im Prinzip an jeden Juristen, der Immobilienrecht etwas schreiben muss. Also das Immobilienrecht ist sehr individuell, weil die Grundstücke individuell sind und die Menschen individuell sind. Und das Schöne ist, dass man dann gestalten kann. Es gibt nie nur eine Lösung, sondern man kann je nach Bedarf der Parteien das Muster anpassen und sich austoben sozusagen. Ja, Immobilienrecht ist komplex, dass sich sowohl im Schuldrecht als auch im Sachenrecht die Probleme tummeln und das zusammenzubinden, versuchen, diese Probleme zu lösen, das ist die Herausforderung und das macht auch Spaß. Mein Name ist Astrid Frense, ich bin Rechtsanwältin Notarin in Berlin. Mein Name ist Stefan Forst, bin Notar in München. Und wir sind die Herausgeber des Beck'schen Immobilienformularbuchs in der 4. Auflage.